Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Under Pleasure. Ich bin Christine Schudi und ich bin ganzheitliche Sexualcoachin und helfe Frauen dabei, ja, ihre Unsicherheit und Charme in Lust und Selbstvertrauen zu verwandeln. Und ich habe es letzte Woche ja schon angeteasert, dass ich heute ganz gerne nochmal detaillierter über das Yoni-Ei sprechen möchte. Also vielleicht hast du ja von dem Yoni-Ei, von diesem ominösen Yoni-Ei schon ab und zu mal gehört, aber kannst dir nicht so viel darunter vorstellen, weißt nicht so richtig, was das ist, wann und wie du das überhaupt nutzt und wo das herkommt und wie es überhaupt kommt, dass dieses Yoni-Ei so in aller Munde ist. Und dafür ist diese Podcast-Folge, dass ich dir da mal so einen kleinen Einblick gebe. Und gleich ganz am Anfang mein Kurs Orgasmisch, wo du Schritt für Schritt lernst, wie du tiefe vaginale Lust und Orgasmen erleben kannst, hat derzeit seine Tore geöffnet. Noch bis zum 6. Februar kannst du dich anmelden. Den Link findest du in den Shownotes. Okay, dann lass uns mal starten. Also, wo kommt das Yoni-Ei überhaupt her, beziehungsweise dieses Wort? Also es hat sozusagen, das ganze Yoni-Ei sind sozusagen zwei Backgrounds. Einerseits das Wort Yoni, das ist aus dem Sanskrit, also aus Indien, aus der heiligen Sprache Indiens und heißt übersetzt so viel wie heiliger Tempel und bezeichnet die Ganzheit, Gesamtheit deiner oder der weiblichen Genitalien, also den gesamten Schoßraum, also sowohl Uterus als auch Vagina und Vulva. Alles ist quasi inkludiert in diesem Wort Yoni. Und das Yoni-Ei, das ist eine alte Praktik aus dem Taoismus. Und das sind alles Überlieferungen, die natürlich jetzt nicht wissenschaftlich zu 100% nachgewiesen sind, aber es ist diese Idee, sage ich mal, und ich finde die sehr schön, dass in dem alten China, ja, also Kaiserin und Konkubinen, vor ungefähr 5000 Jahren, also sehr, sehr lange her, dieses Ei, diesen Edelstein, dieses eiförmige, diesen eiförmigen Edelstein genutzt haben, um in ihre Fruchtbarkeit zu erhöhen, ihre Vitalität zu erhöhen, noch mehr Lust zu empfinden und dem Kaiser möglichst viele Kinder zu schenken. Für mich ist es aber auch einfach ein ganz großes Tool, was für Female Empowerment steht. Und ich sehe irgendwie diese Konkubin und Kaiserin vor mir, wie sie einfach total juicy und lustvoll und angeturnt sind und ihr Geistesleben leben. Ja. Was ist denn jetzt das Yoni-Ei? Also wie ich eben schon gesagt habe, das Yoni-Ei ist ein eiförmiger Stein aus Kristallen, aus Edelsteinen, den du in deine Vagina einführst. Und es gibt verschiedene Edelsteine und auch hier, es gibt Edelsteine, die sind in Anführungsstrichen noch ein bisschen sicherer zu nutzen und das Klassische ist das Jade-Ei und das ist tatsächlich etwas, was einfach noch ein bisschen mehr Dichte hat, als zum Beispiel ein Ei aus Rosenquarz, aber deine Vagina ist soft. Ja. Deine Vagina ist sehr, sehr weich. Da sind keine spitzen Scherben, Stellen drin, wo mit diesem Kristall was passieren kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kristall kaputt geht, wenn du ihn in deine Vagina einführst und wenn du ihn sonst nicht durch deine, keine Ahnung, Bude wirfst, ja, ist relativ gering. Deswegen bin ich da, sage ich, okay, nimm den Edelstein, von dem du dich angezogen fühlst. Und Rosenquarz ist so für die meisten irgendwie der zugänglichste und hat übrigens auch eine sehr herzöffnende Wirkung, was für tiefe vaginale Orgasmen eine unfassbare Basis ist, dass dein Herz mit an Bord ist. Okay, und was machst du jetzt mit diesem Edelstein, beziehungsweise mit diesem Yoni-Ei? Du führst es ein in deine Vagina. Und der ursprüngliche Sinn oder woran die meisten denken, wenn sie mit Yoni-Eiern in Kontakt kommen, ist, dass sie denken, ach ja, das mache ich, um meine Beckenbodenmuskulatur zu trainieren. Und das ist aber nicht der einzige Grund. Und auch gerade das, was ich in meinem Kurs lehre, das geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Nämlich, es geht darum, die Vagina zu sensibilisieren. Ja, und da hör gerne nochmal in die letzte Podcast-Folge, wo ich dir erzähle, was der häufigste Grund ist, warum die meisten Frauen bei der Penetration nicht besonders viel Lust empfinden. Und um es kurz zu machen, weil die Vagina taub ist. Ja, weil entweder da wahnsinnig häufig Grenzen überschritten wurden, weswegen so ein kleiner Schutzpanzer an sich zugelegt wird. Ja,
oder einfach diese ganze Verdrahtung von Lustgefühl und innerer Stimulation nie stattgefunden hat, weil die meisten Frauen sich innerlich nie berührt haben selber und gar nicht in dieses Lustempfinden überhaupt reingehen. Und das ist einfach was, was man ja auch trainieren kann, was wichtig ist, das zu trainieren. Und das Yoni-Ei ist einfach das beste Tool, was ich kenne, um in die Erweckung der sexuellen Kraft zu kommen. Die sexuelle Kraft, sexuelle Energie, Kundalini, wie auch immer du es nennen magst, ist die Basis für eine erfüllte Sexualität und aber auch für ein erfülltes, lustvolles Leben. Das heißt, das Yoni-Ei ist ein kleiner Mini-Edelstein, den du, wenn du ihn richtig anwendest, wie lernst du ihn orgasmisch, in die Vagina einführst und der nicht nur deine Intimität, ja, dein Empfinden, dein Lustempfinden beim Sex verändern kann, sondern dein gesamtes Leben mit Magie flutet, ja, mit Kreativität, mit Power, ja, mit Selbstvertrauen, mit Fülle, ja, mit Lebendigkeit, mit Lust, all das ist möglich, ist für mich möglich gewesen, es ist für meine Queens in meinen Kursen oder in meinem Kurs und in meinem 1-zu-1-Coaching möglich, also ist es auch für dich möglich. Und ich möchte nochmal so einen ganz kleinen Mini-Disclaimer hier anbringen zum Thema Beckenboden. Der Beckenboden erlangt in der Regel nicht besonders viel Aufmerksamkeit, es sei denn, du bist schwanger oder du warst schwanger oder hast gerade entbunden und merkst dann, okay, jetzt tropft es ab und zu mal, ne, ins Höschen, also irgendwie muss ich da mal was tun. Und dann fängst du an mit Beckenbodenmuskulaturtraining, ja, Kegelübungen, was übrigens nicht das gleiche ist wie das Yoni-Ei. Weil die meisten Liebeskugeln, ja, die es so im Verkauf gibt, die sind aus Plastik, die haben Weichmacher drin, übrigens sexuelle Toys, sexuelles Spielzeug, Sextoys, ist kein regulierter Markt, höre ich auch gerne mal in meinem Interview mit Alina. Das heißt, das ist im Endeffekt eigentlich die schlechtere Wahl. Und Gewicht hat das Yoni-Ei auch, ja. Und was wichtig ist, ist, es sei denn, du hast gerade entbunden, du bist schwanger, haben die meisten Frauen einen überangespannten Beckenboden. Also es ist bei den meisten Frauen so, dass sie sehr, sehr eng sind im Becken. Und Anspannung ist so ein bisschen der Feind von Lust und Ekstase, ja, von diesen weiten orgasmischen Zuständen. Ich rede hier nicht von, ich komme schnell zum Höhepunkt, indem ich mir die Klitorisperle massiere oder stimuliere. Da ist ganz, ganz viel Anspannung mit im Spiel. Aber wenn es darum geht, wirklich in diese Tiefe, in diese Weite zu kommen, dann ist es wichtig, dass nicht nur dein System, sondern eben auch dein Körper und die Stellen, die penetriert oder stimuliert werden, entspannt sind. Das heißt, mein Kurs und meine Arbeit zielt vor allem darauf ab, dass du die Sensibilität in deiner Vagina steigerst und eher die Spannung, die Anspannung, den Druck, die Härte in deinem vaginalen Gewebe abbaust. Also natürlich ist in dem Moment, wo du Gewebe resensibilisierst, wird es ja auch durchblutet und die Durchblutung wiederum stärkt ja irgendwo auch das Gewebe, aber auf eine richtige Weise und nicht auf so eine unbewusste Weise, was die meisten Menschen machen und die meisten Frauen, dass sie ihren Kiefer anspannen, dass sie ihr Becken anspannen und alles ganz hart und fest wird. Okay, lass uns mal noch so ein bisschen darauf eingehen, was bei mir damals passiert ist und was auch bei meinen Queens passiert, sobald sie mit dem Yoni-Ei bewusst in die Arbeit gehen. Also, ich habe, wie gesagt, 2019 angefangen und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, mich wirklich zu sehen, mich selbst und auch meine, ja, ich habe wie so eine Stimme auch auf einmal gehört, meines Schoßraums, meiner Yoni, die ich halt vorher nicht wahrgenommen habe, weswegen ich sehr, sehr häufig eigentlich permanent meine Grenzen überschritten habe und zu Sex Ja gesagt habe, wenn ich eigentlich ein Nein gefühlt habe. Und ich habe häufig auch nicht so, also ich war nicht so bei mir im Sinne von, dass ich überlegt habe, okay, was brauche ich gerade, sondern ich habe immer überlegt, okay, was braucht mein Gegenüber gerade, was ist für ihn eigentlich wichtig und wie sehe ich vielleicht gerade aus, ja, wie kann ich mich drehen, dass ich besser aussehe, dass er es toller findet, dass er es geiler findet. Ich habe mich so ein bisschen von außen gesehen und wusste deswegen auch ganz häufig gar nicht, was ich wollte, weil ich mich ja gar nicht gespürt habe. Ja, und so ging es zum Beispiel auch Queens, die in orgasmisch waren, ja, die angefangen haben zu sagen so, okay,
Solo-Sexualität findet bei mir nicht statt. So Self-Pleasure ist für mich nicht existent, weil ich finde es, ich kenne meinen Körper gar nicht, ich kenne meine Joni nicht, ich weiß nicht, wie ich mich da berühren soll. Also außer das, was ich vielleicht manchmal mache, wenn ich irgendwie quick and dirty ein Release will und schnell zum Orgasmus kommen möchte. Oder auch sowas wie, ich mag vielleicht meinen Körper, aber es gibt so eine Stelle wie mein Bauch, den finde ich eigentlich nicht besonders sexy und ich habe eigentlich richtig zu kämpfen damit, auch beim Sex, ja, und denke dann daran, wie sieht jetzt der Bauch aus. Und das waren auch Themen, mit denen die Queens in Orgasmisch gekommen sind, also angefangen haben mit Orgasmisch und dann nach den 6 Wochen, ja, war es jetzt so bei der einen Teilnehmerin, dass sie nach 38 Jahren das erste Mal gesagt hat, so krass, jetzt ich liebe meinen Bauch, ja, ich finde ihn einfach nur total toll, so wie er aussieht und so wie er ist. Oder die Frau, die gesagt hat, Solo-Sexualität findet überhaupt nicht mehr statt oder ich weiß auch gar nicht so richtig, was da alles ist. Und sie hat gesagt, dass es diese Wochen so heilsam für sie waren, weil sie das erste Mal gewisse Stellen an ihrem Körper berührt hat, ja, nach 35 Jahren und auch gemerkt hat im Kreise der anderen Frauen, dass es nicht nur ihr so geht und dass sie sich dadurch empowered fühlt und selbstbewusster und auch sie jetzt klarer formulieren kann beim Sex, was sie möchte. Und das ist die Magie und Wirkung des Yoni-Eis. Bei mir war es so, dass ich auch gar nichts gespürt habe bei der Penetration oder manchmal so ein bisschen dachte, huch, wie ist das denn jetzt passiert? Wie hat er das denn gemacht? Ja. Und aber das nicht rekonstruieren konnte und auch nicht so richtig wusste, was da jetzt angesprungen ist. Aber irgendwie war da mal so eine Lust da, aber das war halt relativ unvorhersehbar und ich konnte es nicht so richtig steuern. Und ich hatte auch häufig Schmerzen beim Sex, einfach weil ich auch, wie gesagt, meine Grenzen überschritten habe, häufig eigentlich noch gar nicht bereit war für Penetration. Und all das habe ich verwandelt in, also Schmerz gar nicht mehr, ja, null, nada. Und ich spüre alles, jedes Yoni-Ei, ja, wirklich, auch das ist übrigens ein Ding, wenn du dir das erste Mal einführst, die ersten Male, du spürst es höchstwahrscheinlich nicht, ja, so wie du einen Tampon halt nicht spürst in deiner Vagina. Und, aber wie gesagt, du kannst es zum Leben erwecken, du kannst deine Vagina zum Leben erwecken, das ist möglich. Genau, ich hatte tiefe vaginale Orgasmen, wo ich vorher wirklich ohne die gleichzeitige Stimulation meiner Klitoris von außen unorgasmisch war beim Sex, ja. Und das hat auch nicht so lange gedauert. Ja, das waren ein paar Wochen, ein paar Monate, 1-2 Monate. Und ich war super orgasmisch. Ich war feuchter, ja, mehr Lubrikation. Und eben halt dieses Selbstbewusstsein zu sagen, hey, ich bin noch nicht ready. Ich brauche noch einen Moment. Und das hat auch wiederum die Dynamik mit meinen SexualpartnerInnen verändert. Ja, auch das ist halt was, was bei einer Teilnehmerin auch jetzt aus meinem letzten Kurs passiert ist. Dass sie 7 Jahre in einer Beziehung war mit einem Mensch, mit einem Mann, der immer sehr seine Lust in den Vordergrund gestellt hat und sie gar nicht so richtig gesehen hat. Und als sie angefangen hat, alleine diese Übung zu machen, für sich selbst, ja, das sind keine Partnerübungen, in dem Moment hat er angefangen, sie anders zu sehen und hat angefangen, ihre Lust auf einmal in den Vordergrund zu stellen und zu sagen so, hey, scheiße, das war für dich jetzt irgendwie noch nicht so befriedigend. Was brauchst du noch? Ja, obwohl sie nicht mal was gesagt hat. Also auch das passiert. Ja, auch das ist einfach eine Dynamik, die sich verändert, dadurch, dass du anders mit dir in den Kontakt gehst. Okay, what else? Ja, there's a lot. Also ich könnte wirklich sehr, sehr lange über die Vorteile von der Benutzung eines Yoni-Eis sprechen. Blasenentzündung und auch diese schwache Blase, alles komplett weg, ja. Wie viele Medikamente ich genommen habe, oh mein Gott, und ich bin sehr kritisch bei Medikamenten, aber es ging einfach nicht mehr anders, ja. Wenn es so schmerzhaft ist, wenn da nur noch Blut rauskommt, dann will man einfach, dass das weggeht. Ja, und ich habe angefangen mit dieser Arbeit und es ist alles verdammt nochmal weg. Also es ist so crazy und das ist auch kein Einzelfall, auch das höre ich immer wieder von Frauen, die mit mir in diese Arbeit gehen. Genau, ich hatte starke Periodenschmerzen, ich hatte heftige PMS, wirklich starke Krämpfe am 1., 2., manchmal auch sogar noch am 3. Tag meiner Periode und all das ist auch weg. Ich spüre meine Periode noch, ich ruhe mich auch aus, aber es ist halt ein entspanntes Ziehen in meinem Unterleib. Und auch da hat sich ganz viel Beziehung auch verändert. Ja, Beziehung zu meiner Periode, weil die Beziehung zu meinem Schoßraum sich verändert hat. Und
Das berichten auch ganz viele Frauen, die mit dem Yoni-Ei praktizieren, dass sie weniger Schmerzen haben und auch weniger Blut. Und das ist übrigens auch was, was bei mir sich total verändert hat. Okay. Insgesamt fühle ich mich weiblicher. Ja, ich habe angefangen, mehr, keine Ahnung, roten Lippenstift zu tragen, mich sexier anzuziehen. Und es kann für dich ganz anders aussehen. Ich will jetzt gar nicht sagen, das ist der Weg, um weiblich zu sein, um Gottes Willen. Bitte, bitte verstehe mich nicht falsch. Aber das war mein Ausdruck von, ich fühle mich jetzt weiblicher und ich fühle mich sexier, ja, und geerdeter. Und auch das wieder, diese Verbundenheit mit mir selbst, hat dazu geführt, dass ich auch im Außen andere Menschen in mein Leben gezogen habe, ja, wodurch ich andere Art von Beziehungen hatte, andere Qualitäten von Beziehungen und auch natürlich Intimität, ja. Und wirklich so dieses Weibliche, ich finde es auch noch so schön, dieses Ei, ja, wenn du mit dem Ei praktizierst, das ist ja, ich meine, aus einer Eizelle und einem Spermium entsteht neues Leben. Und die Eizelle ist ja das, was quasi im Unterleib schlummert und empfängt. Und das ist ja so ganz stark diese Qualität des Femininen, des Weiblichen. Ich habe diese Podcast-Folge jetzt schon so oft hier angeteasert. Ich mache sie jetzt auch bald. Ich habe auch schon eine tolle Interviewgästin im Auge zu dem Thema feminine und maskuline Energien. Aber so viel jetzt schon mal vorab. Das Ei ist einfach ein Symbol für diese feminine Energie und für ein neues Leben, ja. Und wenn wir uns was einführen in die Vagina, ist es meistens was Phallus-mäßiges, also was eine Phallusform hat, selbst ein Tampon, ja. Oder halt natürlich Dildos oder eben der Penis. Und ich finde, dieses Eiförmige, sich einzuführen, das hat so was Feminines, das, also alleine das schon. Wie gesagt, die Wirkung natürlich, dass du dich so weiblicher fühlst, geerdeter, mehr mit dir verbunden, das tritt in der Regel jetzt auch nicht auf, wenn du das einmal benutzt. Ja? Was übrigens auch viele Frauen machen, dass sie es einmal reinstecken und merken nichts und denken so, okay, what is the fuss all about? Und dann sind sie enttäuscht und dann ja, verstaubt es in der Schublade. Das passiert bei ganz vielen, vielleicht auch bei dir. Dann möchte ich einmal jetzt mit dir teilen, wann du das Yoni-Ei nicht unbedingt nutzen solltest. Einfach, weil mir das wichtig ist, wenn ich hier eine Folge mache zum Yoni-Ei, dass auch ja, so eine Art Disclaimer, gesundheitliche Sachen oder Kontraindikationen, ja, die einfach dafür sprechen, dass du das nicht nutzen solltest. Also alles, was diagnostizierter Vaginismus ist. Vaginismus heißt Verkrampfung deiner Vaginalmuskulatur. Also, dass du wirklich eine absolute, ja, dass einfach deine Vaginalmuskulatur komplett verkrampft ist, dann würde ich dir nicht empfehlen, mit dem Yoni-Ei zu arbeiten. Ja, bitte, bitte nicht. Wenn du mit deiner deinem Gynäkologen, schau bitte, dass es jemand ist, der ganzheitlich arbeitet. Ja, es ist super wichtig. Vielleicht auch eine Heilpraktikerin im Bereich Frauenheilkunde. Abklärst, ob das ein Weg ist. Und die Person sagt ja, dann ist es nochmal was anderes, aber du solltest es nicht nutzen, wenn du starke Schmerzen hast, sobald du dir einen Finger einführst in die Vagina. Dann solltest du es nicht nutzen, wenn du Infektionen und Pilze hast. Das heißt, weil ich finde, das ist so der Moment, wo uns unser Körper sagt, hey, lass mal ein bisschen Luft ran, ja, lass mal ein bisschen Raum und da dann was reinzustecken, wenn eigentlich so Luft Raum rein soll, finde ich erstmal so kontraintuitiv, aber auch hier vertraue bitte deiner Intuition, ja. Dann in meinen Augen auch hier schau, was für dich stimmig sich anfühlt. Für mich ist es nicht stimmig, wenn ich meine Periode habe, das Yoni-Ei zu nutzen. Auch hier, weil ich das Gefühl habe, die Energie, das Blut möchte aus dem Körper austreten und wenn ich was reinstecke, was es ja auch aufhält, das ist ja jetzt kein Tampon oder kein Menstruationscup, dann ist es eher, auch das fühlt sich nicht stimmig für mich an, aber hier kannst du auch schauen, was für dich halt passt. Und gerade so an den ersten Tagen, also wenn ich halt einfach noch ein bisschen stärker blute und das ist ja wahrscheinlich bei dir auch der Fall. Schwangerschaft ist auch ein Thema, hatte ich jetzt gerade auch eine Frau, die mich dazu angefragt hat. Sie hat einfach gerade krass das Bedürfnis, das zu machen und sie ist jetzt fängt jetzt, glaube ich, das dritte Trimester an. Go for it, wenn du den Call spürst, weil die meisten Frauen haben ja auch noch lange Sex, ja, wenn sie schwanger sind, weil Östrogene und macht uns hornier und, ne, also alles, die meisten Frauen haben ja eine sehr hohe Libido während der Schwangerschaft. Das heißt,
wenn da dieser krasse Call ist, ja, du das Gefühl hast, okay, ich fühle jetzt auch irgendwie dieses Yoni-Ei, dann mach das, aber bitte, bitte, bitte nicht länger als 15 Minuten und im besten Fall auch nicht damit rumlaufen und irgendwie putzen, ja, sondern wirklich die bewusste Praxis damit. Das sage ich auch gleich nochmal ein bisschen was zu. Und ich würde es auch nicht kurz vor der Geburt nutzen, weil ich schon auch das Gefühl habe, es ist zwar was anderes, aber wenn ich kurz vor meiner Periode bin und ich nutze das, dass meine Periode schneller kommt, also dass mein Zyklus quasi verkürzt wird. Und das Gefühl hätte ich jetzt persönlich auch, wenn ich jetzt wüsste, okay, Geburtstermin ist in 2 Wochen oder in 3 Wochen und ich stecke mir jetzt das Yoni-Ei rein, dass einfach energetisch auch was passiert. Und deswegen würde ich vor und nach der Geburt mindestens so 6 Wochen warten. Okay. Sowas wie eine Spirale, wenn du eine Spirale hast, ja, gar kein Problem. Also ich meine, die Spirale ist dafür gemacht, dass du halt harten Sex haben kannst, ja. Wenn du mit den Fäden, also es gibt ja gebohrte Eier und ungebohrte Eier, also mit einem Loch dadurch, durch die Spitze des Eis oder ohne ein Loch. Und wenn du Angst hast, dass du den falschen Faden erwischst, dann hol dir halt ein ungebohrtes Ei ohne Faden. Dann noch das Thema Schlaf. Auch hier, wenn man es nicht nutzen sollte, ich würde eher sagen, lieber nicht, wenn du schläfst. Ich habe das lange gemacht am Anfang, oder was heißt lange, ich habe das mal öfter gemacht am Anfang, hatte dann aber auch zu krasse Träume, habe gemerkt, irgendwas passiert da auch, weil unsere Vaginawände ja auch Reflexzonen sind, also so ein bisschen wie unsere Füße, kannst du dir das vorstellen. Und in dem Moment, wo ich ja in einer bestimmten Position liege, vielleicht auf meiner Seite, auf meiner linken Seite, auf meiner rechten Seite, in dem Moment werden bestimmte Zonen gequetscht oder ja berührt, die ja auch was in meinem System machen, in meinem Körper machen. Und das hat sich nicht so richtig mehr stimmig für mich angefühlt, weswegen ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr. Ich hatte jetzt aber auch eine Kundin, die gesagt hat, die hat es halt gemacht und es war super schön. Also auch hier vertrau deiner Intuition. Ich würde aber sagen, nutze es lieber bewusst. Nutze das Ei als wirklich Self-Care-Praktik für dich, für deine Weiblichkeit, für deine Lust, für deine Intuition, für die Verbindung zu dir selbst. Und ich finde einfach, im Schlaf schlafen wir halt. Also wenn wir schlafen, schlafen wir halt. Ja. Und dann hat für mich, das ist für mich keine Self-Care-Zeit. Auch wenn Schlaf super wichtig ist. Okay, dann jetzt wirklich, lass uns mal dazu kommen, wie du es denn nutzt. Jetzt habe ich ganz viel erzählt darüber, wie du es nicht nutzen sollst, wann du es nicht nutzen sollst. Und jetzt würde ich natürlich dir gerne noch hier ein bisschen paar Tipps mitgeben, die für deine Yoni-Ei-Praxis einfach wichtig sind. Also, wie gesagt, ich kenne unfassbar viele Frauen, die ein Yoni-Ei zu Hause haben und bei denen es dann verstaubt in der Schublade. Sie haben die besten Intentionen. Aber dann machen sie vielleicht einmal eine Übung oder stecken sich halt rein und es passiert nichts und sie denken, ja, okay, tschüss, ja, ich brauche das hier nicht mehr, das Ei. Viele haben aber auch Angst, dass sie das Yoni-Ei nicht mehr rausbekommen. Also auch das ist ein Thema, sage ich auch gleich nochmal was zu. Oder sie wissen nicht, wie sie es genau anwenden sollen und warum eigentlich. Also diese ganzen Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, die klingen alle unfassbar schön und vielversprechend, aber die meisten wissen auch darum nicht. Und dann ist es halt auch die Frage, wie sie es anwenden. Ja, weil, wie gesagt, nur davon, dass du es dir reinsteckst, ja, passiert nichts. Ja, das kann ich dir versprechen, da wird nichts passieren. Im Gegenteil, sogar gefährlich, wenn du es dir reinsteckst. Und zum Beispiel, das hatte Gwyneth Paltrow mal, deswegen ist das dann auch so verschrien gewesen, dieses ganze Yoni-Ei, was totaler Quatsch ist. Sie hat es dann einfach falsch angewendet. Sie hat halt dann irgendwie gesagt, ja, steckst dir rein und dann lauf einen halben Tag damit rum. Und das ist halt einfach Bullshit. Also das ist wirklich, das ist halt gefährlich. Ja, das sollst du auf gar keinen Fall machen. Also, und es muss natürlich auch eine gewisse Konsistenz da sein. Also wenn du das jetzt einmal im Monat benutzt, dann wirst du nichts verändern. Also das kann ich dir auch verraten. Ja, wenn du einmal im Monat dieses Yoni-Ei in deine Vagina steckst, ja, und irgendwie, keine Ahnung, dabei ein Buch liest, wird sich nichts verändern. Das heißt, der Schlüssel zum Glück liegt in der konsistenten Anwendung und regelmäßig und nicht unbedingt besonders lange. Ja, wenn du die ersten Male das machst, dann würde ich so ein bisschen Vorlauf lassen, dass du quasi nicht direkt dir das Ei reinsteckst, ja, sondern dass du auch ein bisschen in die Verbindung gehst. Erstmal, wie gesagt, mit deinem Herzraum, dann auch mit deinem Schoßraum. All das bringe ich dir in orgasmisch bei. Und dann das Ei selber, also die Praktik mit dem Ei,
selber nicht länger als 15 Minuten ist. Das reicht. Aber das dann halt regelmäßig. Und regelmäßig heißt für mich täglich. Ja? Oder sagen wir 3 bis 4 Mal die Woche. Aber das ist regelmäßig und das ist auch ein Commitment. Ja? Aber das braucht es. So, das heißt, was ich dir hier mitgeben möchte, ist, dass du diese Yoni-Ei-Praxis siehst als eine Zeit für dich, als Self-Care, ja, als Zeit für Lust, Intimität mit mir selbst, was übrigens die Basis ist, oder mit dir selbst, was übrigens die Basis ist für eine geile, erfüllte Sexualität mit anderen Menschen. Das kann ich dir auch versprechen. Also, dass du mit dem Yoni-Ei einen Weg findest, dich mit dir selbst zu verbinden auf eine sehr intime Weise, aber nicht unbedingt sexuell. Und auch das ist für mich super, super schön gewesen, dass ich angefangen habe, mich zu fühlen, mich zu erkunden, meinen Körper wahrzunehmen, ohne direkt in diese Orgasmusjagd zu gehen, ja, in dieses so, okay, jetzt muss ich nur noch schnell meine Klitoris rubbeln, damit ich dann auch noch einen Orgasmus habe, sondern darum ging es nicht. Und das ist auch was mir das Yoni-Ei sehr beigebracht hat, dass der Weg das Ziel ist, dass es nicht darum geht, irgendwas zu erreichen, sondern dass es darum geht, erstmal in die Verbindung mit dir zu gehen, mit deinem Schoßraum. Also, wie fängst du denn jetzt an? Als erstes würde ich dir empfehlen, einen heiligen Container, einen heiligen Raum dafür vorzubereiten. Und das heißt, ich habe zum Beispiel so eine Ecke, ja, in meinem Schlafzimmer, die für diese Lustrituale ist. Ja. Ich mache jeden Morgen meine Lustrituale, schaue auch gerne mal in meinen Kurs Lust erwachen. Und du brauchst so ein bisschen diesen Raum, wo du weißt, okay, das ist sicher und du machst dir den ganz schön. Es ist alles ein heiliger Container. In dem Moment, wo du in so eine Art von Praktik mit dir gehst, in dem Moment tust du dir was Gutes und in dem Moment ist es auch so ein bisschen so eine Art von Hingabe an dich und an das Höhere. Ja, das ist auch wieder jetzt sehr tantrisch, aber ich finde, in dem Moment solltest du nicht quick and dirty, während du noch irgendwie mit einem Bein in der Badewanne oder in der Dusche stehst und dem anderen irgendwie schon halb am Zähneputzen bist, das Yoni-Ei reinstecken. That's not what it's supposed to look like. So, sondern es ist halt wirklich wichtig, dass du dir so einen kleinen Raum kreierst, weil dann ist auch die Chance höher, dass du das einfach häufiger machst. Ja, dass du häufiger in die Self-Care-Praxis mit dem Yoni-Ei gehst. Dann würde ich dir empfehlen, dass du dein Yoni-Ei sauber machst, bevor du es anwendest. Es ist, wie gesagt, alles super glatt. Ja, wenn es nicht gebohrt ist, ist es, also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas hängen bleibt, ist quasi zero. Sei denn, du machst es natürlich nicht sauber und da ist noch irgendwie was vom letzten Mal dran. Aber wenn es gebohrt ist, dann würde ich dir empfehlen, entweder mit einem Stück Zahnseide oder mit, je nachdem wie groß das Loch ist, oder mit diesen Zahnzwischenraumbürsten einmal durchzugehen, da einmal schön durchzupusten, ja, das richtig schön mit warmem Wasser und Seife, ja, am besten irgendwie einer pH-neutralen Seife abzuwaschen und dann bist du ready to go. Aber das ist natürlich super wichtig. Wenn du ein gebohrtes Yoni-Ei hast und für viele meiner Übungen brauchst du auch ein gebohrtes Yoni-Ei, einfach weil weil wir auch einfach was machen mit dem Yoni-Ei, ja, und das hilft dann auch, den Faden zu haben, gerade wenn du am Anfang noch nicht so viel Gefühl hast, wie du deine Beckenbodenmuskulatur, deine Vaginalmuskulatur anspannen kannst, damit sich das Yoni-Ei bewegt. Und da empfehle ich dir auch, keinen Faden zu nehmen, den du wiederverwendest. Auch das sehe ich immer wieder, ja. Yoni-Eier, die verkauft werden mit Lederfäden, also mit so Bändern aus Leder, wo ich so denke, nein, bitte nicht, ja, weil die schmeißt man natürlich nicht weg, die nutzt man dann immer wieder. Und das ist tatsächlich das ist die Keimschleuder an dem Yoni-Ei. Alles andere ist komplett clean, ja. Aber deswegen empfehle ich dir, ungewachste Zahnseide ohne Aroma zu nehmen. Die gibt es in jedem Drogeriemarkt. Also das ist relativ simpel und natürlich jedes Mal, wenn du sie verwendest hast, bitte in den Müll werfen, ja. Nicht sparsam sein und wiederverwenden, ganz wichtig. Also,
Dann ist es wichtig, dass du dir ein bisschen Zeit schaffst. Also, dass du auch weißt, du hast ein bisschen Zeit hinten raus. Das ist nicht so zwischen Tür und Angel, so, oh, okay, ich muss das jetzt noch schnell machen, sondern dass du weißt, okay, ich habe jetzt vielleicht irgendwie, ich nehme mir eine Viertelstunde, aber ich habe vielleicht eine halbe Stunde Zeit, bis mein nächster Termin ist oder ich los muss oder was auch immer. Und das ist das Schöne an Juni. Also, ich empfehle dir eigentlich auch mehr Zeit dafür einzuplanen, als jetzt nur eine Viertelstunde. Aber ne, gerade wenn du konsistent diese Praxis machen möchtest, dann ist es natürlich auch, muss es ja irgendwie in den Alltag integrierbar sein. Deswegen starte mit einer Viertelstunde. Und was ich halt so schön finde, ist, dass diese Praxis dich dazu oder dazu einlädt, wirklich zu entschleunigen, ja, zu pausieren, zu atmen. Ja. Es ist ganz viel Atmung. Ja. So simpel, aber nicht so einfach. Und wirklich dich mit deinem Schoßraum zu verbinden, ja, wo deine größte Kraft sitzt, deine sexuelle Energie. Und dann, wenn du das Juni-Ei einführst, bitte ich dich darum, ja, frag deine Vagina um Konsens. Frag, bist du bereit, dieses Juni-Ei zu empfangen? Und das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber mach das mal und du wirst es spüren. Du wirst spüren, ob dann Ja ist, du wirst spüren, ob dann Nein ist. Und wenn du ein Weiß-ich-nicht spürst, dann wartest du halt noch ein bisschen. Ja? Und wenn das bedeutet, dass du die Viertelstunde Juni-Ei-Übung gemacht hast, ohne dass du dir das Juni-Ei eingeführt hast, sondern vielleicht das Juni-Ei einfach auf deine Brust gelegt hast oder auf deine Vulva, dann ist das so. Das ist vollkommen okay. Ja, und das ist auch super wichtig und deswegen liebe ich das, weil es auch da wieder dieses Feminine, diese feminine Energie, es gibt kein Ziel, ja, es geht ums Spüren, es geht ums Wahrnehmen, das ist alles, was gerade zählt. Und zum Thema Konsens, ja, es ist so selbstermächtigend, das war für mich so krass, diesem Juni-Ei zu arbeiten, zu spüren, okay, ich spüre jetzt, wenn ich ein Ja bin, ich spüre, wenn ich ein Nein bin. Und dann auch das zu respektieren, weil auch das passiert ja nicht immer. Ich meine, 1 von 3 Frauen haben sexuelle Übergriffe erlebt, ja, 1 von 3 Frauen. Also das ist eine Menge. So, und das sind nur quasi die offiziellen Zahlen. Ich bin mir sicher, dass die Zahlen, wie sagt man, die Dunkelziffer, dass die Dunkelziffer noch viel höher liegt. Also, frag um Konsens, ja. Bist du wirklich bereit, das Juni-Ei in dir zu spüren? Oder ist es heute nicht dran? Und vielleicht sieht es morgen anders aus, vielleicht aber auch erst übermorgen. Und das ist okay. Und dann machst du die Übung ganz bewusst. Ja, wie lernst du, wie gesagt, in meinem Kurs? Und dann kannst du das Juni-Ei nicht in deiner Vagina verlieren. Auch das, ganz große Angst von so vielen Frauen. Deswegen mein Tipp, hol dir auf jeden Fall ein gebohrtes Juni-Ei, dass du es auf jeden Fall wieder rausbekommst. Und es kommt aber immer raus. Also das ist eigentlich die Botschaft. Es kann nicht stecken bleiben. Da ist dein Muttermund, die Zervix, die ist quasi wie so ein Türsteher. Ja, die lässt nichts in dein Uterus, außer die Spermien. Ja. Und vielleicht mal irgendwie das Gerät vom Gynäkologen, der Gynäkologin. Also natürlich ist das eine Angst, die ich irgendwie nachvollziehen kann, aber es ist wirklich anatomisch nicht möglich. Das Juni-Ei kann nicht verloren gehen in deinem Schoßraum. Und wenn du es aber nicht mehr rauskriegst, wenn du den Faden jetzt vielleicht irgendwie verloren hast oder er ist irgendwie abgegangen, was auch immer, abgerissen, auch schon alles passiert, bleib entspannt. Ja, atme tief in deinen Unterleib. Ja, lass die vaginalen Muskeln, die Beckenbodenmuskulatur wirklich los und entspanne. Und im besten Fall gehst du in einen Squat, ja, so einen tiefen Yogi-Squat, ja, und schaust mal, ob du vielleicht dann auch schon mit den Fingern, wenn du einen hohen, also wenn dein Muttermund sehr weit oben ist, dann hast ja, kann es auch sein, dass du mit deinen Fingern nicht so leicht rankommst, aber wenn du dich hinsquattest und dann mit deinem Finger so ein bisschen wie so eine Löffelbewegung machst, dann kommt das sehr wahrscheinlich raus. Was du auch machen kannst, du kannst deinen Finger quasi nicht so löffelmäßig machen, sondern du kannst den Finger so gegen die untere Wand der Vagina drücken und dann einmal rauslöffeln. Oder im schlimmsten Fall Nummer 2, dann kommt es auf jeden Fall raus. Dann würde ich dir empfehlen, dass du deine Hand unter deine Vagina hältst, sodass es nicht in die Toilette fällt. Also,
Das war das kleine 1x1 für das Juni-Ei, was du beachten sollst, wann es wichtig ist, es nicht zu nutzen, wie du es nutzen sollst und vor allem auch, welche krassen Vorteile du hast, wenn du das Juni-Ei bewusst anwendest. Und wie gesagt, das Juni-Ei ist eines der wichtigsten Tools, was du dafür nutzen kannst, um vaginale, geile, tiefe, multiple Orgasmen beim Sex zu haben. Und aber eben auch in deine Selbstermächtigung, in deine Power, ja, in deine Kraft, in deine Energie, in deine Lebendigkeit, in die Fülle, ja, in all das zu kommen, was sich auf alle Lebensbereiche ausstrahlt, ja, auf dein Dating-Life, auf deine Beziehung, auf deinen Job, auf dein Business, auf alles in deinem verdammten Leben. So potent ist diese Arbeit. Und wie genau du das machst und wie du dahin kommst, dass du diese Lust, Lebendigkeit, Ekstase, Klarheit, Selbstbewusstsein fühlst, das bringe ich dir in Orgasmisch bei. Tore sind noch geöffnet. Freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten freue ich mich natürlich, von dir zu hören. Wie immer, wenn es irgendwas gibt, was du mir hier mitgeben möchtest, wenn es eine Frage gibt, die ich beantworten darf, dann super gerne, schick mir eine Nachricht. Und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche. Mach's gut. Ciao.